Okay, da war noch eine Falle, die wir irgendwie übersehen haben. Nice and quiet. Au. Na, das kann ich jetzt gerade noch gebrauchen. Menschliche Skelette sind okay und Wiedergänger. Okay, da muss ich wohl hier unten gleich irgendwo rasten. So, und noch den letzten Wiedergänger hier. So. Ja. Dann ziehen wir uns mal in die Ecke hier zurück und rasten eine Runde. Du erwachst von dem Gefühl, geschüttelt zu werden. Als du die Augen öffnest, siehst du Edda über dir stehen. Er rüttelt mit seiner Hand an deiner Schulter. Er sieht besorgt aus. Deine Augen sind schwer und du siehst verschwommen das vage Unwohlsein von Albträumen, an die du dich nicht erinnern kannst. Vernebeln deine Gedanken. Du weißt nicht, ob du in der vergangenen Nacht überhaupt geschlafen Hey. hast. Hey. You're awake? Good. You were kind of thrashing around, eyes rolled back in your head. You were shaking. Trying to snap you out of it for a long time now. I was gonna have to get a bucket of cold water. Hey, bist du wach? Gut. Er atmet aus. Du hast dich herumgeworfen, hast deine Augen nach hinten gerollt und du hast gezuckt. Ich versuche seit einer Weile, dich aufzuwecken. Ich dachte schon, ich müsste einen Eimer kaltes Wasser holen. You don't seem like you get much rest at night. You got those dark circles under your eyes. Du scheinst nachts nur wenig Schlaf zu finden. Du hast dunkle Rinker unter deinen Augen. In letzter Zeit nichts. Nachts kommen Träume und flüsternde Stimmen. It's the Watcher thing, then. I'm sure it just takes some time to adjust, is all. I'll try to let it sort itself out. But you'd better wake up faster next time. Trust me, you don't want that bucket of cold water. Dann ist das diese Wächtersache. Man braucht wohl etwas Zeit, um sich anzupassen. Sein Lächeln ist nicht das eines Mannes, der von seinen eigenen Worten überzeugt ist. Ich werde versuchen, Geduld zu haben, bis es sich von alleine legt. Aber beim nächsten Mal wachst du lieber etwas schneller auf. Vertrau mir, der Eimer mit Wasser wäre keine Freude. Ja, das denke ich mir. Au. I shall be discreet. Ein Amauer-Skelett. Und hier sind Zellen. So, das war das Amauer-Skelett. Da wäre eine Tür. Die Tür können wir mit Mechanik öffnen. So, und können uns im Dreck sind ein paar blutige Fingernägel eingebettet. Ah. Vier Mechanik plus fünf Dietriche. Die Zellen scheinen alle leer zu sein. Verschlossen. Hier drüben. Bitte hol mich aus dieser Zelle raus. Kriegst du das Schloss auf? Ich glaube, die Beseelerin hat den Schlüssel. Okay. Nice and quiet. Worth a look. Sofort anhalten. What? Du konntest die Falle nicht entschärfen. Hat eigentlich einer einen besseren Mechanik-Skill als ich? Ich habe Mechanik 3, du hast Mechanik 0, Mechanik 3 und du Mechanik 1. Also nicht wirklich ein besserer Mechanik-Skill. Nein, nein, nein. Hund. Vorbei an der Falle. Wolf vorbei an der Falle. Au. What? Gut.
Und die Tür geht gar nicht auf. Willst du mich veralbern? Na, ganz toll. Ein Untoter. Sure. Got him. Okay, ein Ghoul. Genau so muss man das machen. What? Und um es noch besser zu machen, haben wir da hinten mal Bomben rein. Also. Let's burn this away. Got you. That's it. Krieg ich sie platt, ohne dass sie mich überrennen können. Okay. Ich trau der Suppe nicht. Ogryn's fire casts light in dark places. Die Fesseln sind mit Blut und stellenweise mit getrocknetem Fleisch verkrustet. Okay, hier führen zwei Türen raus. Ritual der ungezähmten Wildnis. Ritual sind Zollerform magischer Schriftrollen. Freundlich Wirkungsbereich. Überleben plus 3. Mhm. So, den Rest nehmen wir einfach an uns. Du hast ja sicherlich noch ein Plätzchen hier. Ja, hast du. Und auf dem Tisch ist... erschütternde Berührung. Ach, das kann alles mal da rein. So. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier sind wir überhaupt noch nicht weitergegangen. Da müssen wir aber einmal außen rumlaufen. Ich habe vielleicht das Glück und komme über die Stelle hier weiter. Und ich weiß nicht, wie die Tür aufgehen soll. Ghoul. Oh, die sind freundlich gesinnt. Noch. Okay. Right. Was passiert, wenn ich hier ein Fleischkonstrukt? Okay, das sieht noch übler aus. Und du scheinst die Beseelerin zu sein. Eine Frau, die gerade auf der anderen Seite durch den Raum geht, wendet dir ihr Gesicht zu. Ihr Gesicht ist das auf einer Seite mit einer grünen Flüssigkeit gesprenkelt ist, wird von langen schwarzen Locken eingefasst. Der Blick, mit dem sie dich ansieht, ist von unheimlicher Intensität. Noch mehr Unterbrechungen. Die Frau legt das Buch ab, das sie gelesen hat, und lächelt schwach. In welch interessanten Zeit wir momentan leben. So viele ungebetene Gäste. Wahrscheinlich muss ich dir für all den Schaden an meinem Werk danken. Diese Leute wieder auf die Füße zu bekommen, hat ziemlich viel Zeit gekostet, musst du wissen. Ossia blickt finster 3. Was genau tust du hier? Wer bist du? Jemand, der Unterbrechungen nicht einfach hinnimmt. Sie lächelt zynisch. Du musst einer von Kols kleinen Rebellen sein. Rekrutiert er euch alle im schwarzen Hund? Überzeugt er euch mit Met? Bittet er euch, die Konsequenzen eurer Taten zu ignorieren? Egal, was mich wirklich beunruhigt, ist der Fluch, der auf der Bevölkerung von Golta liegt. Ich stehe auf der Schwelle zu einer großen Entdeckung und Kols ist es nicht, der mich untergräbt. Sie blickt dich an. Du hättest dir mächtigere Verbündete suchen sollen. Wir können sie mal ausfragen. Also, was hat Weitwinds Vermächtnis verursacht? Der Aberglauben dieses senilen alten Mannes ist es nicht, so viel kann ich dir sagen. Ostria schnaubt. Das Vermächtnis ist ein Leiden der Seele und ich, wie meine Mitstreiter, haben unsere Leben beim Verständnis des Stoffes gewidmet, aus dem die Seelen sind, die Essenz des Lebens. Also sie ist eine Beseelerin. Mit etwas Glück wird sie zusammen mit ihren Kollegen auch an diesem Baum hängen. Alles Stimme klingt kalt. Ich selbst sehe mich als herausragendste Schülerin von Pankrams berühmten Lehrsätzen. Dass ich hierher gerufen wurde, um den wahren Grund für diese Plage herauszufinden, kam nicht von ungefähr. Dieser Fluch ist nichts anderes als das Abschiedsgeschenk des zersplitterten Gottes und keine Strafe für belanglose Sünden.
Es muss sich um einen örtlich begrenzten Effekt handeln. Etwas, das die Seele aus einem Körper reißt, wie man es von dem Bierwachs kennt. Sag das bloß nicht meinem Dorf. Es könnte sie nämlich wirklich beschämen, dass sie versucht haben, mich aufzuhängen. Selbst in den Körpern sogenannter Hohlgeborenen habe ich zurückgebliebene Essenzspuren festgestellt, was wiederum nahelegt, dass die Seele nicht gänzlich zerstört wurde. Ich glaube, dass sie irgendwo intakt verweilt. Aus diesem Grund kann sie auch geboren werden, wenn man es so ausdrücken will. Zurück in das sterbliche Fleisch genäht werden. Also ja, irgendwas zieht den Neugeborenen die Seelen aus dem Leib. Ich würde da mal schon mal auf einen gewissen Kult tippen, dem ich ziemlich am Anfang kurz mal begegnet bin, aber seitdem nicht mehr. Oder etwas anderes. So wie der Biawak, der den ganzen Karawanenleuten die Seelen rausgerissen hat. Und warum konntest du noch keine Heilung finden? Außer das Gesichtsausdruck wird kalt. Es ist dieser närrische Priester Netmar, der Beratianer, Sigrinspittisch. Dieser alte Mann hat ein hübsches kleines Netz aus Lügen und Legenden gewoben. Da Frusredrik ein frommer Mann ist, hat ihn Netmar fest in der Hand, besonders jetzt, nach dieser Sache mit Ygritte. Als ob dieses Hohlgeborene meine Schuld gewesen wäre. Wie auch immer, meine Bemühungen werden hier mehr von Ignoranz behindert. Der Priester hat Frusredriks Aufmerksamkeit auf die Ruinen des Tempels des zersplitterten Gottes gelenkt. Wenn sie ihn neuen Wein und Beerhard widmen, wird der Fluch dadurch aufgehoben werden. Oscar verdreht die Augen. Redrick glaubt ihn natürlich. Jedenfalls hat er für diese Bemühungen enorme Goldmengen zur Verfügung gestellt. Sicherlich bemerkst du, dass man mich solch großzügiger Unterstützung beraubt hat. Sie gestikuliert mit einer ausladenden Armbewegung auf ihr Labor. Und ich muss zusehen, wie ich unter diesen trostlosen Arbeitsbedingungen mit Antworten klarkomme. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, Kargrim ist nicht dumm, vielleicht kann er die Leute gegeneinander ausspielen. Oscar wirft dir einen neugierigen Blick zu. Ein interessanter Vorschlag, dass du losziehst und fürs Cedrics Leben bedrohst, kann ich gewiss nicht zulassen. Wie sollte ich meine Forschungen fortführen, wenn es sie nicht mehr gäbe? Sie würde es dich stören. Trotzdem müssen wir nicht unbedingt Feinde sein. Wenn deine wahren Absichten tatsächlich die Unterstützung Goldhals ist, wie es Kolz behauptet, dann sind wir auf einer Seite. Außerdem könntest du mir gut nützlich sein. Ich stehe am Rande der Offenbarung, aber Redmanns Einmischung ist zu weit gegangen. Was genau soll ich tun? Wahrscheinlich Netmar ausschalten. Ich möchte natürlich, dass du dich um den Hohenpriester kümmerst. Wenn er erst einmal weg ist, wird Redrick niemand mehr ablenken können. Dann können wir unsere Bemühungen auf die Lösung dieser Krise konzentrieren. Und wir werden dafür auch die Ressourcen haben. Töte ihn, dann werde ich dir im Gegenzug dafür ermöglichen, mit Redrick zu sprechen. Ich kenne nämlich einen Geheimgang, über den du die Wache umgehen kannst. Oscar lächelt schief. Sie sind nicht so geduldig wie ich, musst du wissen. Sie stellen auch nicht so viele Fragen, bevor sie angreifen. Sie hebt einen Finger. Das alles kommt der Bedingung, dass du fürs Redrick nichts antust. Naja, wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich werde mich um Netmar kümmern und dann hierher zurückkehren. Oscar lächelt freudig. Hervorragend. Wenn es mehr solch erleuchtete und tapfere Individuen wie dich geben würde, wäre das Weiß weitaus einfacher. In der nordwestlichen Ecke des Kerkers gibt es eine Treppe, die hoch in die Küche führt. Wenn du dieser Treppe weiter nach oben folgst, wirst du direkt zu den Gemächern der Beard-Priester kommen. Dort wirst du Netmar finden. Heutzutage verlässt sie der alte Mann kaum noch. Gegen Paladine würde ich nur dann die Waffen erheben, wenn es unbedingt notwendig ist. Mit Diskretion würdest du viel weiter kommen. Ah. Okay, was hat sie da? Eine schwarze Katze, einen Wiedergänger, einen Ghoul? Mhm. Sie zu beklauen ist wahrscheinlich keine weise Idee. Also der rote Finger hier. Ja. Gut, wir sollten uns nicht erstmal nicht zu viele Feinde hier machen. Gucken wir lieber uns noch in den anderen Räumen um. Vorsichtig reingehen. Da sieht wie eine Lagerhalle aus. Ah ja, das ist die andere Seite von dieser Tür hier. Die wir nicht öffnen können, die irgendwie verschlossen ist.
Oh, sehr schön. Ein Rastvorrat. Hierfür brauche ich Mechanik 3. Ah. Oder Mechanik 4. Okay, ich muss dringend Mechanik steigern.